Willkommen zu Modul 3. Open Access. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mein Name ist Anja Oberländer und ich leite den Bereich Open Science an der Universität Konstanz. In diesem Modul möchte ich Ihnen eine Einführung in das Thema Open Access geben. Beginnen werden wir mit Open Access. Was ist das überhaupt? Wozu ist das gut? Und wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Um die Open Access-Thematik zu verstehen, kommen wir nicht umhin, uns zunächst genauer anzuschauen, wie das wissenschaftliche Publikationssystem funktioniert. Dann werde ich Ihnen aufzeigen, wie Sie selbst frei zugängliche Publikationen besser finden können und schließlich auch erklären, welche Möglichkeiten und Services es an der Uni Konstanz zum Thema Open Access gibt. Und last but not least komme ich auch kurz auf Angebote des KIM im Bereich Open Science zu sprechen. Open Access, was ist das überhaupt? Verkürzt kann man sagen, Open Access meint den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet. Die gängigste Definition zu Open Access stammt aus der sogenannten Budapester Erklärung von 2002 und ist etwas länger. Open Access meint, dass diese Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird. Das Gegenteil von Open Access ist der Closed Access. Das bedeutet, dass man nur gegen ein Entgelt oder ein Abo Zugriff auf Publikationen hat. Bei der Recherche nach wissenschaftlichen Artikeln sind Sie vielleicht schon auf Zugangsbeschränkungen wie diese hier gestoßen. Um einen Artikel lesen zu können, werden dann gerne mal $30 Gebühr verlangt. Dem will die Open Access Idee entgegenwirken. Warum ist Open Access eine gute Idee? Auf Open Access Publikationen kann ich von überall auf der Welt kostenfrei und sofort zugreifen. Das heißt, jeder kann zugreifen. Jeder Studierende, jeder Forschende, Ärztinnen und Patientinnen, Anwälte, Journalistinnen, Lehrerinnen, Menschen in ärmeren Ländern, kurz gesagt, die gesamte interessierte Öffentlichkeit weltweit. Was sind weitere Gründe für Open Access? Nun ja, zum einen ist es so, dass wissenschaftliche Forschung zu einem sehr großen Teil öffentlich finanziert wird und die Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung sollten der Öffentlichkeit auch zur Verfügung stehen. Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass Open Access die Sichtbarkeit und Zitierhäufigkeit einer Publikation steigert. Open Access Publikationen sind sofort und ohne Beschaffungsaufwand kostenfrei zugänglich. Open Access beschleunigt den wissenschaftlichen Kommunikationsprozess und fördert interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit. Und ein weiterer wichtiger Punkt, wir haben es gerade in der Definition gelesen, ist, dass im Optimalfall auch die Wissenschaftlerinnen ihre Rechte an der eigenen Publikation weitestgehend behalten. Open Access trägt zudem auch zu Transparenz und Plagiatsvermeidung bei. Obwohl diese Idee des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen so viele Vorteile bietet, sehr viel Zustimmung findet und es die Open Access-Bewegung nun seit fast 20 Jahren gibt, ist weltweit nur etwa ein Drittel aller Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften frei verfügbar. Nun könnte man sagen, wenn das alles so toll ist, warum machen dann nicht alle Open Access? Nun ja, weil es nicht so einfach ist, ein über lange Zeit gewachsenes System zu verändern. Wissenschaftlerinnen forschen und schreiben die gewonnenen Erkenntnisse auf und wollen sie veröffentlichen. Warum? Nun, Publikationen gehören zum wichtigsten Output von Wissenschaftlerinnen. So teilen sie anderen Wissenschaftlerinnen mit, was sie herausgefunden haben, damit diese wiederum darauf aufbauen und weiterarbeiten können. Sie zeigen damit aber auch, dass eine bestimmte Idee, Erfindung oder Erkenntnis von ihnen ist. Auch für die Beurteilung der Arbeit von Wissenschaftlern spielen Publikationen eine große Rolle. Hat jemand Publikationen in Zeitschriften, die in seinem Fach als angesehen gelten, wird häufig auch er als gut eingeschätzt. Schauen wir uns an, wie der Publikationsprozess quasi schon seit Jahrhunderten funktioniert. Ich habe das mal durchnummeriert. Wir starten mit der 1. Eine Wissenschaftlerin forscht, schreibt ihre Ergebnisse auf und möchte, dass diese in einer Zeitschrift erscheinen, die viele ihrer Fachkolleginnen lesen. Hierfür schickt sie, Nummer 2, ihr Manuskript an den Verlag. Der Verlag wiederum leitet das Manuskript weiter an andere Wissenschaftlerinnen, die sich in dem Fach auskennen und den Artikel begutachten, Nummer 3.
Diese geben ihre Verbesserungsvorschläge über den Verlag zurück an die Autorin oder lehnen den Artikel auch ab. Das ist eine zentrale Funktion des Publikationssystems. So findet die Qualitätssicherung statt. Beiträge, die den Ansprüchen nicht genügen, werden verbessert oder aussortiert. Nach manchmal ein paar Runden hin oder her ist der Artikel fertig und wird vom Verlag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Früher fand das noch gedruckt statt. Das heißt, der Verlag hat mehrere Artikel zu einer Ausgabe zusammengefasst, gedruckt und an die Abonnenten und Bibliotheken verteilt. Früher lagen die Zeitschriften dann in der Bibliothek aus und man konnte sie dort lesen, mit ihnen arbeiten, sie kopieren und so weiter. Heute passiert das natürlich in den allermeisten Fällen elektronisch. Wichtig zu wissen ist, die Wissenschaftlerinnen bekommen von den Verlagen kein Geld fürs Schreiben und die Gutachterinnen bekommen auch kein Geld für das Begutachten. Bezahlt werden sowohl Autorinnen als auch die Gutachterinnen von der Öffentlichkeit, die zudem die Unibibliotheken finanziert, die die Publikationen kaufen. Die Forschungsergebnisse sind also gleich dreifach staatlich finanziert, durch Forschung, Begutachtung und den Kauf von Publikationen und elektronischen Zugängen durch Bibliotheken. Eigentlich sollte man meinen, dass diese staatlich geförderten Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit frei zugänglich sein müssten. Doch die Realität sieht anders aus. Profiteure sind oftmals Verlage, die zwar nicht zur Forschung beitragen, aber vielfach hohe Gewinne erzielen und ihre Preise stetig erhöhen. Um das mal etwas zu veranschaulichen, sehen Sie auf dieser Folie, was ein Abo für eine einzige Zeitschrift im Jahr kosten kann. So kommt ein Abo der Zeitschrift Brain Research gerne auf den Gegenwert eines Mittelklassewagens. Eine Universität hat allerdings hunderte Wissenschaftlerinnen, die alle zu unterschiedlichen Themen forschen und unterschiedliche Zeitschriften lesen wollen. Aus dieser Problematik ist vor 20 Jahren die Open Access-Idee entstanden. Da gab es die sogenannte Zeitschriftenkrise. Die Bibliotheken hatten neben den Preissteigerungen der Verlage auch mit sinkenden Etats zu kämpfen und konnten eine optimale Versorgung der Wissenschaftlerinnen mit Informationen nicht mehr gewährleisten. Dazu kam der digitale Wandel. Heute geht kaum noch jemand in eine Bibliothek, um aus einer Zeitschrift etwas zu kopieren. Wir sind es gewohnt, schnell und online auf etwas zugreifen zu können. Schauen wir uns im nächsten Schritt an, auf welchen Wegen Open Access publiziert werden kann. Die zentralen Wege, die wir unterscheiden, sind der grüne und der goldene. Vom grünen Weg sprechen wir vor allem dann, wenn Publikationen, die auch bei einem Verlag, sei es in einer Zeitschrift oder in einem Sammelband, erschienen sind, auf einem Repositorium zweitveröffentlicht werden. So ein Repositorium, also ein Volltext-Server, kann zum Beispiel institutionell sein, wie unser COPS an der Uni Konstanz oder auch spezifisch für eine Disziplin. Dabei handelt es sich also um Publikationen, die eigentlich nicht frei zugänglich wären, sondern es erst durch die Zweitveröffentlichung im Repositorium werden. Vom goldenen Weg sprechen wir, wenn eine Publikation direkt Open Access veröffentlicht wird. Zum Beispiel in einer Open Access Zeitschrift als Open Access Monographie, also ein Buch, oder als Beitrag in einem Sammelwerk, das Open Access ist. Wir haben uns ja eben das traditionelle Publikationssystem näher angeschaut. Hierauf würde ich gerne zurückkommen, um zu schauen, was sich nun bei Open Access Zeitschriften verändert. Das, was sich ändert, ist hier gold eingefärbt. Sie sehen, der Einreichungs- und Begutachtungsprozess, also das, was wir als Qualitätssicherung bezeichnen, bleibt hier vollkommen unberührt. Das Einzige, was sich ändert, ist der Geldfluss. Während früher Abos bezahlt wurden, werden nun sogenannte Article Processing Charges, kurz APCs, gezahlt. Das heißt, eine Autorin bzw. ihre Einrichtung zahlt eine Bearbeitungsgebühr und dafür ist der Artikel ohne zeitliche Verzögerung für jeden frei zugänglich. Auch bei Monographien gibt es entsprechende Book Processing Charges. Viele Open Access Zeitschriften funktionieren aber auch ohne APCs. Das heißt, es entstehen keine Kosten für die Autorinnen, sondern die Finanzierung erfolgt aus institutionellen Mitteln oder zum Beispiel auch über Bibliothekskonsortien, zu denen sich verschiedene Bibliotheken zusammenschließen. Dieses Modell wird auch als Platin oder Diamond Open Access bezeichnet. Schauen wir nun auch auf den Publikationsprozess über den grünen Weg, bezogen auf die Zweitveröffentlichung. Auch hier bleibt bei der Qualitätssicherung alles gleich. Nur der Artikel wird im Nachgang auf dem Repositorium zweitveröffentlicht. Open Access sieht sich manchmal mit dem Vorwurf mangelnder Qualität bzw. unzureichender Qualitätssicherung konfrontiert, frei nach dem Motto, Open Access heißt, ich kann einfach irgendwas im Netz veröffentlichen. Wie Sie sehen, ist dieser Vorwurf aber unbegründet. Die Mechanismen der wissenschaftlichen Qualitätssicherung bleiben gleich. In der Open Access Bewegung werden sogar Mechanismen entwickelt, die zur Verbesserung der Qualitätssicherung beitragen sollen, beispielsweise in Form von transparenten, offenen Begutachtungsverfahren. Um zurück zu der Frage zu kommen, warum sich Open Access nur langsam durchsetzt, ist definitiv ein Punkt,
dass sich mit dem traditionellen Modell sehr viel Geld verdienen lässt und die großen Verlage freiwillig nichts von ihren Gewinnen hergeben wollen. Das heißt, die Bereitschaft, hier etwas zu verändern, ist sehr gering, beziehungsweise nur dann vorhanden, wenn man genauso viel Geld damit verdienen kann wie bisher. Die Verlage stehen allerdings zunehmend unter Druck, denn weltweit fordern immer mehr Förderorganisationen und Stiftungen die von ihnen geförderten Wissenschaftlerinnen auf, ihre Ergebnisse Open Access zu publizieren. Zum Beispiel der Wellcome Trust, JISC, die Bill und Melinda Gates Stiftung, der Schweizerische Nationalfonds SNF und der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich FWF. Auch die Europäische Kommission unterstützt und fördert Open Access in hohem Maße und fördert mehrere Projekte im Kontext von Open Access und Open Science. Im aktuellen Förderprogramm Horizon 2020 gibt es für alle Projekte die Pflicht zu Open Access. Auch die DFG und das BMBF fordern zu Open Access auf und unterstützen Open Access zum Beispiel durch Förderung diverser Projekte wie Open Access Network sowie durch Förderprogramme zu Open Access Publizieren, Transformation von Zeitschriften hin zu Open Access und seit einiger Zeit auch zunehmend zu Open Access Monographien. Viele Universitäten, wie zum Beispiel die Uni Konstanz, fordern in Open Access Policies ihre Wissenschaftlerinnen auf, Open Access zu publizieren. Zusammen zeigen diese Anstrengungen mehr und mehr Wirkung und die Open Access Transformation schreitet voran. Kommen wir nun aber dazu, wie Sie als Studierende davon profitieren können und gezielt Open Access verfügbare Dokumente finden können. Zum einen gibt es die Suchmaschine BASE, die fleißig alles einsammelt, was Open Access ist. Hier finden Sie über 164 Millionen Publikationen. Im Directory of Open Access Books sind über 29.000 wissenschaftliche Bücher verzeichnet und im Directory of Open Access Journals 14.806 Open Access Zeitschriften mit fast 5 Millionen Artikeln. OpenDoor verzeichnet über 5.350 Dokumentenserver. Last but not least finden Sie fast alles auch bei Google Scholar oder Google. Zur Vereinfachung Ihrer Literaturrecherche möchte ich Ihnen noch ein kleines, aber feines Tool empfehlen. UnPaywall ist ein Browser-Add-on, das Sie sich kostenlos installieren können. Mit diesem kleinen grünen Icon zeigt es Ihnen an, ob ein Artikel, den Sie gefunden haben und auf den Sie vielleicht nicht zugreifen können, irgendwo Open Access verfügbar ist. Der Button würde Sie dann zum Beispiel zu einem Repositorium führen, wo eine Zweitveröffentlichung des Artikels abgelegt ist. Blicken wir noch kurz darauf, was die Uni Konstanz im Bereich Open Access tut. Wir sind hier sehr aktiv und würden uns ganz bescheiden als eine Vorreiterin in puncto Open Access bezeichnen. So können wir auch mit Stolz sagen, dass wir in Deutschland die Universität mit dem höchsten Anteil frei verfügbarer Publikationen sind. Wir haben 2012 eine Open Access Policy verabschiedet, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Wir bieten diverse Services an, so können Wissenschaftlerinnen über unser institutionelles Repositorium COPS Open Access publizieren. Wir übernehmen Open Access Publikationsgebühren und hosten auch eine Software, mit der Wissenschaftlerinnen selbst Open Access Zeitschriften herausgeben können. Für das alles ist unter anderem das Team Open Science an der Uni zuständig. Zudem führen wir auch selbst eine Reihe von drittmittelgeförderten Projekten in diesem Bereich durch. Auf dieser Folie sehen Sie die Open Access Policy der Universität. So sollen alle Publikationen aus der Universität Konstanz im Sinne von Open Access frei zugänglich sein. Alle Wissenschaftlerinnen sind aufgefordert, ihre Publikationen auf dem Repository der Uni frei zur Verfügung zu stellen und sich ein nicht ausschließliches Verwertungsrecht ihrer Publikationen vorzubehalten. Eine Vertiefung zu rechtlichen Fragen finden Sie in Modul 6 dieses Kurses, Rechtsfragen beim Veröffentlichen von Peter Brettschneider. Bei Fragen zum Thema Open Access wenden Sie sich jederzeit gerne an das Team Open Science. Wir sind auch verantwortlich für die bundesweite Informationsplattform zum Thema Open Access. Unter openaccess.net finden Sie viele vertiefende Informationen und können sich zum Beispiel auch fachspezifisch zu Open Access informieren. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie der Stand zu Open Access in der Biologie ist, was die relevanten Repositorien bei den Historikerinnen sind oder welche Open Access-Zeitschriften es in der Soziologie gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern. Hier noch einmal eine Übersicht über alle Module. Sie haben gerade Modul Nummer 3 gehört. Es folgt Modul 4, maximale Sichtbarkeit für meine Forschung. Für eine weitere Vertiefung kann ich Ihnen wirklich die Informationsplattform OpenAccess.net ans Herz legen. Hier sehen Sie noch die Abbildungsnachweise der von mir verwendeten Grafiken. Und zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken.